Ja, sehr geehrter Herr Prorektor, liebe Mitglieder des Beirats Inklusion, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute ganz kurz den aktuellen Stand im Hinblick auf das Projekt Verso vorstellen darf. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Alexander Lasch und ich habe eine Professur für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte hier an der TU Dresden inne. Das, was ich Ihnen heute ganz kurz zeigen möchte, ist ein Ansatz, den wir mit Verso verfolgen, als einen ganzheitlichen Ansatz, der sich mit barrierefreier Kommunikation auseinandersetzt und der vor allen Dingen das Schlagwort der Partizipativität ganz oben anhängt. Das heißt, die gemeinsame Erarbeitung und Auseinandersetzung von unterschiedlichen Statusgruppen und Menschen in ganz konkreten Arbeitsumfeldern rückgebunden an Service-Learning-Kontexte der TU Dresden, also dass wir Lehre, Forschung, Weiterbildung und Barrierefreiheit hier zusammendenken. Ganz kurz würde ich Ihnen vorstellen wollen, was unsere Leitprinzipien sind bei Verso, nämlich zum einen, dass wir der Auffassung sind, dass barrierefreie Kommunikation Chance ist und wir stetig in der gesellschaftlichen Diskussion stehen, dass barrierefreie Kommunikation oder diejenigen, die sie nutzen, nicht stigmatisiert werden. Das gilt vor allen Dingen für den öffentlichen Raum, zu dem ich eine Universität zählen würde, aber auch natürlich Ausstellungskontexte, Verwaltung, Behörden und so weiter und so fort. Das nächste ist, dass wir barrierefreie Kommunikation als ein Teilhabeprojekt verstehen, und zwar ein echtes Teilhabeprojekt, indem man kollaborativ zu den relevanten Inhalten gelangt, die dann in einer barrierefreien Form umzusetzen sind. Kommen wir zu dem Ansatz von Verso, der dahinter steht, nämlich eine leicht verständliche Sprache für alle konzipieren zu wollen, die sich an einem Standard für unsere Verkehrsvarietät orientiert, also das heißt im Standard Deutschen. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Zunächst 2017, als ich hier an die TU Dresden berufen worden bin, handelte es sich um ein Projekt gemeinsam mit dem Martinsclub in Bremen. Das ist eine alte Kooperation, die noch aus Kieler Zeiten herrührt. Und wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir hier in der TU Dresden die Forschung zu Syntax und Sprachwissen und die Wortschatz und zu Wortschatzumfängen platziert haben. Und in Bremen so angedacht war, dass ein Dienstleistungsangebot aufgebaut wurde, Texterstellung, Grafik, Schulung, Zertifizierung. Mittlerweile sind wir soweit, dass wir in Dresden die Verso GmbH ausgegründet haben mit einem sehr ambitionierten Gründerteam um Liane Trösler, Juliane Heidelberger und Jan Langenhorst. Diese GmbH wird im Moment noch gefördert durch ein Exist-Gründerstipendium und war mit ihrer Idee nominiert für den Sächsischen Gründerpreis 2020 Future Sachs und hat leider gegen einen Satellitenantrieb sich nicht durchsetzen können. Gleichwohl bin ich überzeugt davon, dass die Idee sehr gut ist und vor allen Dingen im Bereich der KMU und Wirtschaftsförderung uns hier ganz andere Spielräume ermöglicht in der Kooperation zwischen Universität und einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Mittlerweile, und das sieht man hier exemplarisch, ist das Team sehr stark angewachsen. Also wir sind mittlerweile in Verso, sprechen wir von 9 bis 11 Mitarbeitern. Es fluktuiert manchmal, sodass man auch für größere Aufträge und größere Projekte sich geeignet zeigt und offen zeigt und permanentes Portfolio weiterentwickelt. Wie arbeiten wir? Das möchte ich einmal in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir partizipativ denken, arbeiten und handeln, heißt es für uns ganz konkret, dass wir vom Lehrstuhl für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte mit Studierenden der TU Dresden zusammenarbeiten, mit den entsprechenden Projektpartnern, die es dann zu identifizieren gilt. Unser starker Partner für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ist das Christliche Sozialwerk Dresden. Und natürlich jetzt auch die Verso GmbH, sodass wir hier 5 beteiligte Akteursgruppen haben, die mit ihren je unterschiedlichen Interessen und Bedarfen in solchen Projekten berücksichtigt werden. Was man wissen muss, dass zu den Herausforderungen gehört, dass man einen erheblichen personellen, finanziellen Mehraufwand hat, der sie auch nicht immer nur durch mehr Zeit, mehr Geduld und mehr Flexibilität und mehr Empathie ausgleichen lässt.
Und wir verstehen es als unsere Aufgabe, auch dafür zu werben, denn nur so können wir Menschen, die nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen, entweder weil sie eine Migrationserfahrung mitbringen oder eine kognitive oder körperliche Beeinträchtigung haben, mitarbeiten an einer Gemeinschaft, zu der sie auch gehören, nicht nur an deren Rand sie stehen. Die Chancen sind, dass wir mit unserer Tätigkeit erste Schwellen absenken und Menschen dazu ermuntern, gemeinsam mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Und dass wir nachhaltige Lösungen produzieren, wenn wir gemeinfrei arbeiten. Zu einzelnen Projekten, die wir im letzten halben Jahr durchgesetzt oder umgesetzt haben, möchte ich ganz gern voranstellen den Audioguide für die Albrechtsburg Meißen, aus einem Service Learning Seminar heraus entstanden. Und dieser Cycle deutet an, wie komplex die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Partnern ist. Den erläutere ich jetzt Ihnen nicht im Detail, nur um zu zeigen, müssen mit Vorabsprachen rechnen, Vereinbarungen zwischen den Partnerinstitutionen der TU Dresden bringen. Wir haben Inputphasen, die in Seminaren ablaufen, dann komplexe Erhebungsphasen durchgeführt für diesen Audioguide, dann Erarbeitungsphasen, Konzeptualisierung von Prüfungen, barrierefreie Übertragung, Produktion und Veröffentlichung. Das Ganze lässt sich nicht mehr von einem 3-Personen-Team stemmen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass nur eine Universität dafür ein adäquater Ort ist, um solche komplexen Prozesse abzubilden und durchzuführen. Allerdings mit dem Bonus, dass wir Studierende von vornherein in Projekterfahrung bringen und vor allen Dingen auf ihre spätere Tätigkeit zum Beispiel in der Schule vorbereiten. Also auch einen wesentlichen Beitrag zur neuen thematischen Säule der Inklusivität in der Lehramtsausbildung leisten. Das zeige ich Ihnen exemplarisch, ist ein Produkt, ein Zwischenprodukt, nämlich die erste Etage in der Albrechtsburg Meißen, die hier Studierende benutzt haben, um Objekte einzuordnen und für eine Führung vorzubereiten. Und ganz besonders freue ich mich, obwohl es erschütternd ist, auf der anderen Seite über Feedback zu dieser Veranstaltung, zu diesem Service Learning Seminar. Nur eins, die praktische und selbstständig durchgeführte Arbeit war positiv zu bewerten mit anderen Menschen, um entsprechend Daten für die Produktion von Audioguides zu sammeln oder auch hier die Praxisnähe und Exkursionen sind sehr gut und lockern den sonst so trockenen Uni-Alltag hervorragend auf. Teil eines Projektes zu sein, fühlt sich gut an. Endlich mal kein anonymer Student unter vielen zu sein, war super. Ich würde mich freuen, wenn man an der TU Dresden, wer so also eher als Idee versteht und auch als eine Idee, die genau zur Durchsetzung von solchen Erfahrungen für Studierenden führen kann und nicht nur am Output zum Beispiel von Abschlussarbeiten zu messen ist, sondern auch an der Wirksamkeit, die Studierende erfahren im Kontext ihres Studiums. Wenn Sie das Ganze ausprobieren wollen, nur zu. Der Audioguide ist frei verfügbar für alle und jeden und gemeinfrei umgesetzt. Und da geht die Reise hin. Das ist eine 3D-Realisierung eines der großen Räume der Albrechtsburg. Aber da sind wir dran und brauchen noch finanzielle Unterstützung. Das Projekt, das Sie kennen und das der Beirat im letzten Jahr sehr großzügig gefördert hat, war die Umsetzung der Bereichsvorstellung in barrierefreier Kommunikation. Ich denke, in der Richtung kann man auch innerhalb der TU weiterdenken. Bin hier sehr gespannt auf Ihre Fragen, Anmerkungen und Kritik dazu und auch auf Ihre Ideen, an welcher Stelle man darüber nachdenken könnte, die Idee Verso umzusetzen im TU-weiten Kontext. Das, was Sie noch nicht kennen, und damit komme ich jetzt zu dem letzten Drittel dieser kurzen Einlassung zum Thema Verso und barrierefreie Kommunikation, ist das Thema Weiterbildung. Im Moment, das letzte halbe Jahr haben wir genutzt, um umfangreiche Materialien vorzubereiten für Schulungskontexte und werden auch hier zeitnah, so es die äußeren Bedingungen zulassen, mit Weiterbildungen anfangen.
Und hierfür steht stellvertretend das Mockup eines Lehrbuchs, das bereits fertiggestellt ist und sich in der letzten Korrekturphase befindet. Also es wäre nicht nur denkbar, fertige Produkte anzubieten, sondern auch im Schulungskontext sich zu bewegen und über Schulungskontexte nachzudenken, wie es derzeit unter anderem mit der Landeshauptstadt Dresden angedacht ist. Das Letzte, und das ist für eine Universität wahrscheinlich das Interessanteste oder einer der interessantesten Punkte, ist die Forschung zum Thema barrierefreie Kommunikation. Hier möchte ich Ihnen ganz gern zwei Prototypen vorstellen, die Jan Langenhaus erstellt hat. Einmal eine Applikation für den mobilen Einsatz auf Smartphones und Tablets, die nach dem Tinder-Prinzip Wortschatzprüfungen vorlegt und mit einem entsprechenden Gamification-Ansatz entsprechende Fortschritte honoriert. Diese App soll ausgerollt werden, zunächst an beteiligte Partnerinstitutionen und dann landesweit und weltweit über die gängigen Stores von Apple und Google, also Google Play und den iTunes Store. Dahinter liegt ein Backend, das im Moment im Entstehen ist und auch dezentral von Mitarbeiterinnen gefüttert werden kann, sodass man je nach Bedarf entsprechende Kategorien anlegt, die dann neu eingespeist werden können. Die Idee dahinter ist, dass man sich längerfristig eine solide Basis aufbaut im Hinblick auf die Frage, was sind schwierige Wörter oder, was die leichte Sprache auch stellt, was sind einfache Wörter, die man benutzen sollte bei der Herstellung von barrierefreien Kommunikaten. Und dass man hier eine belastbare Basis aufbaut, um zum Beispiel daraus auch möglicherweise ein Dienstleistungsangebot aufzubauen, oder dieses Angebot, was jetzt schon bereits weit fortgeschritten ist, auch nochmal in einem medieninformatischen Kontext zu prüfen und weiterzuentwickeln. Wortschatzforschung, das ist das eine. Das zweite nutzen wir unsere Service-Learning und Kontexte mit Seminaren, um Sekundärziele zu vermitteln. Hier im Beispiel sind gemeinfrei entstandene Erzeugnisse aus einem Seminar zur barrierefreien Kommunikation in diesem Sommersemester. Und ich will Ihnen nur die Spannbreite andeuten, mit der Studierende hier arbeiten und arbeiten mussten, weil wir nicht mit Menschen, Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung zusammenarbeiten konnten. Die Umsetzung von Emil und die Detektive, von Kästner, dann eine hervorragende Broschüre zur Aufklärung, zur Anästhesie, eine Flyer zum Thema nachhaltige Nutzung von Wasser und schlussendlich ein sehr interessantes Projekt mit insgesamt 6 Interviews, Video-Interviews, die hier geführt worden sind, zur Frage der leichten Sprache im Alltag. Wir nutzen diese Angebote und diese Erzeugnisse, die hier entstehen, aus, um weitere Bedarfe für Forschung zu diagnostizieren, zu erkennen. Und was als Herausforderungen formuliert wird, in mögliche Arbeitsfelder umzumünzen. 3 Beispiele, die sofort einleuchten und auch das Weiterentwicklungspotenzial auf TU-Ebene aufzeigen. Orientierung am ÖPNV, Informationen zu Produkten, das heißt, reicht von Lebensmitteln bis hin zu Kosmetika. Und Vertragstexte. Vertragstexte sind das große Thema, das man angehen kann, auch zum Beispiel in Kombination mit oder in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk und dem Immatrikulationsamt wäre hier zu denken. Wir reden hier nicht mehr nur von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, sondern vor allen Dingen auch mit Menschen mit Migrationserfahrung oder ausländischen Studierenden, die an der TU Dresden studieren möchten. Also das hat auch Marketingpotenzial für unsere Universität. Damit würde ich zum Schluss kommen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf Ihre Anmerkungen, Fragen und Kommentare.